Also ich finde, das ist eine Frechheit, weil die PKK darf hier in Deutschland frei ihre Demos machen und wir dürfen das halt nicht. Und das verstehen wir nicht. Warum die Gesetze gegen uns ganz anders hingerichtet werden, das können wir nicht nachvollziehen. Also das ist schade. Wir leben seit Jahren schon hier. Türken und Deutschen haben eine gemeinsame Bindung eigentlich. Bis hinter die Sperrstelle der Polizei zu verlassen. Bitte gehen Sie wahr und hören auf die Anweisung der Kollegen. Bis hinter die polizeiliche Absperrung. Also ich finde schon auch, dass man als normaler Bürger also einen gewissen Widerstand dagegen zeigen sollte, dass ja, der de facto Diktator von der Deutschen Bundesrepublik mit allen möglichen Ehren empfangen wird. Mir gefällt es nicht, dass die Bundesregierung gemeinsame Sachen mit einem Staatsoberhaupt macht, der quasi die Leute einsperrt, Journalisten einsperrt und Säuberungen macht im eigenen Land. Das kann ich irgendwie, verstehe ich nicht.